Die Erstaufnahmeeinrichtung in der ehemaligen Blücher-Kaserne in Sternbuchholz am Rande Schwerins machte in den vergangenen Monaten immer wieder Schlagzeilen. Doch ist das, was überhaupt an die Öffentlichkeit kommt, nur die Spitze des Eisbergs? Aktuelle Hinweise darauf verdichten sich. Vor circa einem Jahr war ich bereits einmal hier in der Erstaufnahmeeinrichtung Sternbuchholz für Asylbewerber und Migranten. Damals hat mir die Politik und haben mir die Verantwortlichen gesagt, dass hier alles unter Kontrolle ist und alles einen guten Gang geht. Nun sind vor kurzem verschiedene Mitarbeiter auf mich zugekommen und haben sich bitterlich darüber beschwert, in welcher ängstlichen Situation sie hier ihre Arbeit tätigen müssen und wie sehr sie sich von der Politik im Stich gelassen fühlen. Das hat mich dazu motiviert, erneut herzukommen, und das motiviert mich aktuell dazu, die Dinge, die hier passieren, die Zustände, die hier präsent sind, auf den Tisch zu holen und von der etablierten Politik Transparenz einzufordern. Heute erklärt sich eine Mitarbeiterin der Flüchtlingsunterkunft bereit, über ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen sogar vor der Kamera zu sprechen. Und darüber, ob das, was nach außen dringt, den Zuständen im Inneren der Einrichtung entspricht. Die Mitarbeiterin, wir nennen sie im Film Vivian, riskiert viel. Zu ihrem Schutz haben wir ihr Äußeres und ihre Stimme verfremdet. Ihre wahre Identität ist uns bekannt. Wir haben vor kurzem in den Nachrichten lesen müssen, dass 37 Polizisten vor Ort einen Einsatz machen mussten, weil die Gewalt eskaliert war. Du arbeitest seit einigen Jahren in der Einrichtung. Wie hat sich denn in deinen Augen die Lage dort in Sternbuchholz entwickelt? Wie hat sich die Einrichtung in den letzten Jahren verändert? Ja, also zum Anfang, als die Einrichtung eröffnet wurde, war das Klientel noch ein anderes. Wir hatten damals viele Syrer auf dem Hof, die von der Sache her ein wenig ruhiger waren. Und im Laufe der Jahre kamen immer mehr Nationalitäten dazu, sodass wir also teilweise bis zu 24 verschiedene Nationalitäten auf dem Hof haben und es dann untereinander auch zu Konflikten kommt. In den letzten Jahren sind zunehmend Georgier gekommen, Tunesier, Marokkaner, und gerade dieses Klientel macht die meisten Probleme. Also im Moment sind es akut die Tunesier und die Georgier, die uns große Probleme, also gewaltbereit sind, Drogen in die Einrichtung bringen. Und wie stellt sich das dar, wenn man sagt, dass das Drogenthema immer stärker auch präsent wird durch diese Gruppen? Können sie einfach Drogen mit hineinnehmen? Finden da keine effektiven Kontrollen statt? Ich weiß nicht, was am Eingang noch kontrolliert wird und was nicht. Wahrscheinlich nicht mehr so viel, weil auch das Wachpersonal inzwischen sagt, man stellt sich mit 4 Mann gegen eine Gruppe von 50, die vielleicht mit dem Bus aus der Stadt kommt. Natürlich kriegen sie das mit rein, wenn sie das wollen. Oder es wird über den Zaun geworfen, wird dann später, wenn es dunkel wird, abgeholt. Und so gelangt es in die Einrichtung. Auch wir stellen bei unserem letzten Besuch vor der Einrichtung fest, dass gleich mehrere Bewohner, denen wir zufällig begegnen, offensichtlich Drogen konsumieren. Aber in der Unterkunft so etwas wie Recht und Ordnung durchzusetzen, das ist oftmals nicht mehr möglich. Weil viele Mitarbeiter einfach Angst haben, diese Zimmerkontrollen, die durchgeführt werden sollen, 2-mal am Tag, gar nicht mehr durchgeführt werden, aus Angst, in die Zimmer zu gehen. Wenn da jetzt, ich sag mal, 7, 8 Tunesier in einem Zimmer sitzen und man ihnen dann sagt, räumt mal bitte euer Zimmer auf und sorgt hier mal ein bisschen für Ordnung, dann musst du schon Angst haben, dass sie dich angehen, weil sie sich einfach nicht sagen lassen. Und wenn man dann stichprobenartig in Zimmer geht, zum Beispiel bei der Nation Georgien, alleinreisende Männer, dann kann es durchaus mal vorkommen, dass man in dem Moment reinkommt und sich ein Bewohner gerade noch eine, ich vermute, Heroinspritze aus dem Arm zieht. Das kommt schon mal vor. Wie reagieren denn die Einwohner, wenn man versucht, die häusliche Ordnung durchzusetzen? Also teilweise ganz aggressiv. Man wird dann, oder man muss sich dann beschimpfen lassen, man ist Hitler, ein Nazi, ein Rassist, man muss sich bespucken lassen. Also das sind normale Reaktionen darauf. Drogen, Dreck, Gewalt. Davon berichtet Mitarbeiterin Vivian uns gegenüber. Wie bewaffnete Männer aus der Asyleinrichtung völlig unbehelligt mit dem Bus nach Schwerin fahren, wie die Unterkunft präpariert wird, wenn sich Gäste aus der Politik ankündigen, und warum es fragwürdig erscheint, dass über den mysteriösen Tod eines jungen Syrers nach Auseinandersetzungen mit Mitbewohnern bisher nichts an die Öffentlichkeit gelangte. Dazu mehr in den kommenden Folgen unserer Serie über den Arbeitsalltag in Sternbuchholz.